So, hallo liebe Paracord-Freunde, heute machen wir eine Affenfaustknoten, brauchen eine Schere, eine Zange, eventuell eine Wäscheklammer zur Unterstützung, eine Kugel, klein oder groß, müsst ihr euch aussuchen und einmal Feuer. Das packen wir hier wieder beiseite. So. Und weiter brauchen wir natürlich eine Paracord-Schnur, etwa 3 Meter lang. Je nachdem, wie groß eure Kugel ist. Meine ist jetzt, also ich nehme die etwas größere. In dem Fall sind das etwa 2 cm Durchmesser. Und eine zweite Paracord-Schnur, die wir aber erst später brauchen. Etwa 2,50 Meter. So. Jetzt legen wir uns die Schnur, muss mal die Kugel sichern, sonst halten wir die hier ab. Jetzt legen wir uns die Schnur etwa, dass wir nicht ganz zur Mitte, sonst haben wir ein Ende kürzer als das andere. Und zwar mit dem Teil, was wir nachher wickeln, die sollte etwas länger sein. Ich wähle etwa 50 cm länger, also so hingelegt. Kann man das jetzt sehen? Ja, etwa 50 cm lasse ich von der anderen Schnur länger rausschauen. So, jetzt ziehe ich das hier gerade durch. So, und jetzt nehme ich die kürzere und lege die so hier rein und mit der längeren wickele ich. So. Dann wickeln wir das Ganze hier, ich nehme mal zwei Finger, viermal rum. Eins, zwei, drei, vier. Und beim Zurückkommen jetzt von hinten durch. Einmal da durch. Und festziehen. So, das Ganze noch einmal. So, und immer darauf achten, dass wir schön gleichmäßig bleiben. Das Ganze ein drittes Mal. So. Nicht zu stramm ziehen, die Kugel soll da noch rein. Und das Ganze ein viertes Mal. Können wir das mal versuchen, so rumzulegen. So. Zack. So, dann sind wir jetzt hier viermal rum. So, und jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir die Kugel hier verschwinden lassen. Sonst können wir auch eine kleinere nehmen, wenn wir es zu eng gewickelt haben. Dann nehme ich hier einfach eine kleinere. Ups, und rein. Vier. Nö. Raus mit dir. Dann wickle ich einmal auf. Pack die etwas größere rein. So. Dann wickel dann wieder einmal rum. Vier Wicklungen sollten wir dann haben bei der Größe. So, jetzt müssen wir darauf achten, dass wir, das ist natürlich hier ein bisschen blöd, wenn man dann vor der Kamera nicht so ganz arbeiten kann, wie man gerne möchte. So, jetzt haben wir hier wieder das Ende, jetzt führe ich das hier durch. Und darauf achten, dass wir jetzt auch hinten anfangen. Dann machen wir hier einfach mal weiter. So, dann haben wir hier das reingeführt, dann einmal hinten rum da wieder raus. Und jetzt darauf achten, dass wir hier nicht die Kugel verlieren. So.
Das Ganze ist jetzt ziemlich instabil. Jetzt noch einmal müssen wir die Kugel ein bisschen verschieben, sodass wir Platz gewinnen. Da wieder durch. So, dann haben wir ja schon mal die erste Wicklung. Dann, wo ist das Ende? Da. Hinten wieder zurück. Oben wieder rein. Das machen wir jetzt auch in meinem Fall viermal. Ich könnte ja auch ein Werkzeug dafür benutzen. Aber es geht auch so. Die ist verrutscht, die kommt dahin und die kommt dahin. Ein bisschen darauf achten, dass sie richtig liegen. Dann hier wieder rein. Und da wieder, wenn es dann geht, zurück. So, gucken, dass wir auch überall durch sind. Auch nicht verdreht. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3. Hier ist die vierte, also heißt das für mich noch einmal rum. Ja, also hier noch einmal rein. Und hier wäre jetzt Schluss. Der jetzt nochmal hier durch. Und dann ist hier Feierabend. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Noch nicht sehr rund. Und jetzt kommt eigentlich die Feinarbeit. Das, was sehr, sehr viel Geduld kostet. Und das ist das Nachziehen. Eine Schnur nach der anderen muss jetzt hier in mühevoller Arbeit nachgezogen werden. So, und wenn wir das gemacht haben und das richtig stramm ist und dann auch rund wie ein Ball, sag ich mal, aussieht, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir das schon gut nachgezogen. Ich zeige noch mal, wie man das am besten machen kann. Man fängt ja mit den ersten eigentlich an. Zieht diese stramm und dann setzt sich das eigentlich fort. Man kann das dann durchschieben, zieht den stramm, jetzt schiebt man den auf dieser Seite durch, zieht den stramm, jetzt dreht man das wieder, schiebt man den da hoch, jetzt dreht man das wieder, schiebt man den hoch, jetzt dreht man das wieder und dann schiebt man den hoch. So. Und wenn man das jetzt dreht, dann kommt man hier schon an das Ende ran. Und dann sieht das schon ganz passabel rund aus. Weil mir das noch nicht ganz stramm genug ist, dann muss man das eben nochmal stramm ziehen. Ja, achtet darauf, dass sie auch nicht hier so zur Seite rutscht. Das passiert schnell, wenn man dann zu stramm gezogen hat. So, dann wieder die Seite, dann wieder die Seite und dann wieder diese Seite und dann hier wieder. Jetzt geht das Ganze hier um die Ecke drum. So. Lassen wir es hier nochmal ziehen. Wie gesagt, das setzt sich dann ja so immer weiter fort.
So, bis man dann irgendwann, halt, da haben wir das noch nicht, an das Ende kommt, so wie jetzt hier. So und so. Ja, muss man immer nach und nach ziehen. Und dann ist das eigentlich fertig. So, als nächstes müssen wir das Ganze verknoten. Da machen wir einen einfachen, in meinem Fall jetzt einen einfachen Überhandknoten. Einmal so hingelegt. So, übereinander. Den kennt ja jeder, denke ich. Umgeschlagen. Und das Ganze so dicht wie nur möglich und so gleichmäßig wie nur möglich dann festgezogen. So, dann sieht das Ganze so aus. So.